Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Enigmatis, The Ghost of Maple Creek. Ich muss eins sagen, ich habe doch eine Folge aufgenommen, aber die war scheiße, weil meine Stimme hat sich nicht mit aufgenommen. Ich weiß nicht warum, fragt mich nicht. Technische Probleme, wo man hinsieht hier. Und ich konnte leider nicht wiederherstellen. Ich müsste das ganze Spiel nochmal durchspielen. Also nicht durchspielen, aber bis hierhin spielen. Und ich weiß nicht. Ich kann euch sagen, was ich gefunden habe oder was ich halt gemacht habe in dieser. Ich habe nur 10 Minuten gespielt. Ich habe es dann zum Glück gemerkt. Und zwar, wir haben hier den besoffenen Penner von der Straße. Der hat zwei so Augen. Der sagt, pass auf. Da sagt er was. I have to go. He's calling. Also der muss jetzt gehen in den Puff, weil sie called ihn. Wir haben eine Taschenlampe bekommen, dann habe ich hier in den Keller reingeleuchtet, haben wir den Kohlrabi-Kopf hier gefunden und das Licht angemacht, dann haben wir hier ein Würfelspiel und hier einen Haken, den kann ich leider noch nicht nehmen. Der ist hier umgebracht. Mit einem Superwatt drauf. Guck. Mit einem Super-Ding hier, guck. Ich kann es nicht länger ertragen. Ich war blind. Wie all die anderen. Ich sehe ihre Gesichter unablässig. Sie kommen aus der Dunkelheit. Sie schreien und schreien. Ich sehe das Mädchen unter ihnen. Ich hätte helfen können. Thomas Borger, T-Doktor. Das ist der erste Mann, den ich kenne. Also ich kenne eh gar keinen, der seinen Abschiedsbrief geschrieben hat, aber ich weiß nicht, ob irgendein Mensch mal ein Datum auf einen Abschiedsbrief draufschreibt. Welcher Mensch macht das? Keine Ahnung. Ja, und dann haben wir das irgendwie hier gelöst, weil wir das noch gefunden haben. Ihr könnt ihr gerne Pause drücken. Ich habe das leider schon vorgelesen, aber ich kann es natürlich immer vorlesen, wenn ihr wollt. Ja, dann haben wir hier für den Detektiv Hamilton haben wir noch was gefunden. Ja, und im Inventar haben wir halt noch einen sauren Lappen. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Genau, im Kirchentor mal hier das noch. Ich glaube, da war ein Satz, aber ich glaube, ich noch in der Folge, wo ich aufgenommen habe. Weiß ja gar nicht. Wir haben alles hier gelöst, dann noch zwei Hände fehlen. In den Wald können wir nicht, weil die Frau einen Orientierungssinn hat wie ein Goldfisch. Ein Zauberlappen. Der Fußboden wurde was? Nö, ich hab nichts gesagt. Oh. Gut. Machen wir nochmal hier was. Bananenschale, Kleiderbügel, Billard. Bananenschale, Kleiderbügel. Das ist. Ne, das ist ein Wäscheding. Da ist ein Kleiderbügel. Billardkühl, das ist der Billardschläger. Das ist der Schraubenzieher. Ja, das ist der. Kissenbezug, Gießkanne, Teddybär. Teddybär weiß ich, Gießkanne auch. Kissenbezug ist das nicht. Das ist ein Handschuh. Törtchen, Schlange, Lippentörtchen habe ich letztes Mal schon gefunden. Schlange ist hier. Pen ist hier auf der Zeitung. Was geht aber los, ey? Socken, Brille der Kia. Alter, was ist los? Kleid, wo ist Kleid? Da. Ja, das ging jetzt aber, hey, flott die Karotti. Sehr gut, was hast du jetzt gefunden? Billig. Und der besoffene Zombie-Penner auf der Straße hat uns gesagt, dass wir in der Tasche was Nützliches finden. Und ich glaube, wir kommen da nicht angucken. Das ist zu weit weg. Ich komme da nicht ran. Well, if that wasn't an ill-timed gust of wind. Wenn das keine sehr unglückliche Böe war. Mein Gott, du warst einfach zu blöd, um das Ding zu nehmen. Irene.
remember now. Ich erinnere mich nun. No! You were wrong! You're still in great danger! He murdered them all! Can you imagine? But it's not over yet! Here, take this! Inside are the answers to the remaining riddles. Ja. Okay. Was ist das genau? Fall Lordner. Level Creep. Ein Fall Lordner. Ein sehr alter noch dazu. Wem hat er wohl gehört? Dein Opa? Sein Haus muss einbrechen. Dieses Haus ist irgendeine Weise wichtig. Regelmäßig und niemals zu spät. Keine einzige. Eine Sekte. Warum gehen Ameisen nicht in Kirchen? Weil sie in Sekten sind. Nichts als zwei leere Titel drin, das sieht ziemlich alt aus. Oh! Wir haben die Reliefstücke zusammen. Können wir nun hier rein. Genau. Hätte es noch in der letzten, das habe ich schon in der letzten Folge gesehen, gell? Ja. Okay, müssen wir wohl jetzt haben. Immer wieder dran zuerst. Oh, kann man drehen. Richtig. Musik ist immer voll geil. Hier? Nö. Ah. Bam, 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 bam. Jetzt komm schon mal oben. Yo. Jetzt läuft's ja mal richtig. Habe ich gesagt, komme ich nicht weiter. Toll. Das sagt er und er kommt nicht weiter. Das ist ein Wandstück. Ah. Das letzte Wand. Aha, jetzt. So muss es rein. So sieht es gut aus. Sahne, richtig Sahne. So. So, und der Kopf muss dann da rein. So nicht? Ach, sag kein Kopf, es war ein Ende. Oh, denn er leuchtet. Was? So, dann haben wir einen Metallreif. Den können wir anschließend hier rüberbringen. Zack. Zack. Nein, da nichts. Ach. Da. Hä? Achso, ist ja nach der Säure. Dreht dort Säure aus. Okay, dann vielleicht kann man das irgendwie aufsaugen oder. Keine Ahnung. Kann man probieren. So. Klicken. Eine letzte Hand. Eiserne Hände halten die Ringe im Zaum. Ja.
am 3. Juli 1980 eine Serie von Entführungen vermuten, dass sie ums Leben gekommen. Vermute, dass sie ums Leben gekommen. Ja, alle Opfer sollten Beweise sammeln. Okay. YSL. Boah, wie viele. Das geht auf jeden Fall mal zum Hamilton. Das zum Opfer. Ja, aber auch nicht zum Hamilton, weil es ja von der Küche ist. Das ist vielleicht Hamilton. Ja, auch nicht. Opfer? Das gehört ein Hamilton. Die fand die Tasche mit alten Fallordnern. Leider hat der Wind sie fast alle zerstreut. Vorübergehend sie auf Schloss. Vielleicht kann ich einige Akteen finden. Ja, der Ordner muss Detektiv Hamilton gehört haben. Auch er suchte nach einem vermissten Krieg. Ein Krieg geführt hätte. Bei seinen Notizen vorher könnte ich den ganzen nie auf die Spur kommen. Finde Katze, bevor es zu spät ist. Ja, mach ich. Das ist doch ein Opfer. Nicht. Zu alten Eiche, der wäre noch was. Natürlich entstand oder ein Monument. Wer ist? Natürlich entstanden oder ein Monument. Ich will irgendwie ein Wort. Ja, okay. Ich sag mal gar nichts. Der Prediger. Die Einwohner hatten ein großes Stück auf den Prediger. Doch mir bereitet er Unbehagen. Dir bereitet so viel Unbehagen. Der kniet noch ein bisschen, der betet noch eine Runde. Sauberer Lappen. Wofür könnten wir einen sauberen Lappen gebrauchen? Sauberer Lappen. Oh, ich brauche einen sauberer Lappen. Kann ich jetzt spielen? Kann ich heißen spielen. Ja, kann ich heißen spielen. Ich will nicht spielen. Kann ich da irgendwas machen? Vielleicht das Klo putzen mit dem Zaubern? Nein. Das vielleicht sauber machen? Nö. Nicht gewusst. Ich war einfach mal. Gut. Schmetterling, Vogelkäfig, Tischdecke. Das Gute ist, dass man so einen anderen Wimpel sehr viel gesehen hat. Aber der Vogelkäfig habe ich schon gesehen. Die Tischdecke müsste das hier sein. Jo. Schuh. So wird ein Schuh draus. Da ist ein Schuh. Brauchen wir noch eine Schuh? Bitte. Da ist ein anderer Schuh. Hammer T-Sieb. Da haben wir auch schon gesehen. Der war da. T-Sieb. Ich brauche ein T-Sieb zum. Den muss ich zum Dieb bringen. Denn er ist ein alter Dieb. Nein, was? Das ist ja aus dem. Ah, Koffernägel, Feder. Koffer ist eindeutig hier. Nägel habe ich auch schon gesehen. Feder habe ich auch schon gesehen. Alter, was ist denn los? Errungenschaft freigeschalten. Wichtiger Fund. Stern. Stern ist der Polizeistern. Jo, Herz habe ich auch schon gesehen. Und die Uhr. Alter, das geht aber rund, hey. Sehr gut, wir haben uns hier gefunden. Hammer und Nägel. Nein, Hammer und Nägel könnten wir doch eigentlich zu dem Turm gehen. Da mal die reinkloppen. Das hält jetzt auch. Vollkommen sicher. Geheimversteck. Wessen Versteck? Sieht alt aus. Das Münzverändern könnte noch funktionieren. Es könnte. Weiß ich nicht. Keine Glühbirne. Lass nicht, dass sie herunterkommen und verlassen uns. So wie du. Das hat mir jetzt sehr viel weitergebracht. Hammernägel natürlich wieder weg. Vielleicht kann man. Da braucht man erst Geld, oder kann ich da. Oh! Kann nicht sehen, bevor ich die Linse gereicht habe. Ja, ich hab doch hier den sauberen Lappen. Oh. Zunächst brauche ich ein Reinigungsmittel.
du und deine Reinigungsmittel. Immer im Keller irgendwas zum Saufen, Nick. Kann ich da? Schlaftablett D. Der Fußboden wurde gefickt, okay. Irgendwie kommt man jedes Bild nochmal rein, das ist echt cool. War irgendwie verwirrend, weil man weiß auch nie, ob man nochmal hinkommt oder nicht. Ich habe es nochmal probiert, weil das andere auch so ging. Hacken und Seil, Walkie-Talkie, Kaffeebecher. Ein Walkie-Talkie, ein Walkie-Alkie. Das ist ein Walkie-Alkie. Kaffeebecher, da war man da unten. Feuerlöscher, das ist auch ein Feuerlöscher. Bratmutter. Auch irgendwo mal gesehen. Hm. Ich bin mit dem Wald auf. Kleeblatt. Die müssen vierblättrige sein. Türlich, türlich. Zahnrad ist hier unten. Dreieck ist hier. Eichel. Mach deine Hose auf, dann findest du eine. Nein. Euro habe ich auch schon ganz oft gesehen. Ein Pfeil. Ich brauche ein Pfeil. Ein Pfeil. Seh dir ein Pfeil, der deinen Namen. Da, Recycling. Das ist ein Pfeil. Meint er so ein Schießpfeil oder meint er solche Pfeile? Ah, Schießpfeil, okay. Sehr gut, was Nützliches von Hacken und Seil. Okay, mit den Hacken und Seilen könnten wir uns doch hier wo. That's my evidence wall, but that's not my handwriting. Das ist mein Beweisübersicht, doch nicht meine Handschrift. Eva war beim Zimmer und ließ mir eine Nachricht auf WhatsApp. Die Glocke, Detective, trifft mich anschließend bei der Statue. Die Glocke, ihr Schlag lässt mir kalt den Rücken runterlaufen. Irgendwas in diesem Ort stimmt ja nicht. Ein Janus. Statue, was könnte dies sein? Wer diesen Mann finden will, muss ich wissen, was diese Statue ist. Ich, nur ich, muss ihn treffen. Wer ist dieser Kopf hier? Was führt er im Schilde? Er hat nur einen. Gut. Die Glocke, da mal können wir doch das reintun. Wer die gefällt. Vielleicht? Aha! Der Felsen, eher in menschlicher Gestalt. Könnte dies die Statue sein? Keine Ahnung. Nick bringt eine Sekte. Sie muss unter dem Einfluss einer Sekte stehen. Nicht unbedingt eine Sekte. Sie müssen unter dem Einfluss einer Sekte stehen. Was? Crazy, aber okay. Ich sage ja schon gar nichts mehr. So, mit den Hacken und Seil könnten wir da auch. Können wir auch runter. Ja, so. Jo. Ich frage mich, wer den Ball hintergelassen hat. In einer Person gibt es selten viele Kinder. Es gibt auch noch sportliche Erwachsene, mein Freund. Schraubenzieher, Baum, Blumenzwiebel, wie du weißt. Was ist denn eine Blumenzwiebel, bitte schon? Okay, das ist etwas schwerer, weil in dem waren wir noch nie drin. Ist das eine Blumenzwiebel? Ja. Schallplatten. Schallplatten. Wir suchen Schallplatten. Egal. Grüne Trauben, die sind lila. Mein Gott, Trauben sind Trauben, ey. Ob sie grün oder lila sind. Hört bei ihr, das ist nicht oder was? Regenschirm. Telefonhörer, bitte.
sind aber echt komische Sachen, die ich jetzt hier suchen muss. Kaugummi, Hacken. Ach, okay, schauen Sie. Kaugummi, er meint, der im Verpackten oder so hingeklebt. Das ist ein Schallplatz hier oben. Kein Haken brauche ich. Okay. Ist alles easy. Easy. Na gut, dann machen wir mit dem nächsten Folge weiter. Bis dahin. Tschüss.